Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Case King und zwar mit dem Gaming PC Cool Breeze AMD Ryzen 7 bla 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 bla. Das sind nur die technischen Specs für 999,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Der PC wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal auf Discord von Mr. Willi TV und den schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das ist tatsächlich kein Fake. Zumindest was das angeht, was ich kontrollieren kann. Also das Gehäuse stimmt, klare Sache, der CPU-Kühler stimmt, das Mainboard stimmt, die Grafikkarte steht jetzt nicht genau drin, ist aber ein ziemlich günstiges Modell, das wird schon in Ordnung sein. Das Netzteil, ja, wird mit 600 Watt angegeben, kann auch sein, dass das so ein Aerocool-Integrator ist. Der RAM kann ich jetzt auch nicht kontrollieren, steht auch nicht genau drin, aber ich habe jetzt einfach mal die Komponenten genommen, die halt auch im Bild zu sehen sind, weil ich schon glaube, dass es wirklich so aussehen wird. Das Witzige, was hier halt noch steht, er ist konfigurierbar. Naja, gehen wir gleich mal drauf ein. Und handgefertigter Gaming-PC. Ja, irgendjemand muss es zusammenstecken, das machen die meisten so. Um mal auf das zu sprechen zu kommen, was hier konfigurierbar ist. Betriebssystem, gut, das ist schon mal nicht schlecht. Es ist aber krass, die nehmen für Windows 11 Professional einfach 160 €. Das ist schon eine ganze Menge Schotter. Also bei Geizhals oder auch bei meinem Partner kriege ich das halt günstiger, ne? Man kann einen Monitor, eine Gaming-Tastatur, eine Gaming-Maus, ein Mauspad, einen Stuhl, ein Headset, einen WLAN-Adapter, SIM-Rig, Sitz und so weiter konfiguriert, aber nicht den PC an sich. Gut, so eine WLAN-Karte vielleicht, ja, aber das alles andere ist nur Peripherie. Man sieht das auch hier noch. Bodenmatte, Monitorhalterung, Zubehörkit, Lenkrad, Wheelbase, Pedalset, Kupplungspedal, Shifter und Handbremse, also so Sim-Racing-Gedöns halt, ne? Motion-Plattform, Dashboard und solche Geschichten, das hat nichts mit dem PC an sich zu tun. Das ist alles nur irgendwas, was man anstecken kann und let's go. Eine richtige Auflistung gibt es hier auch nicht. Einige Sachen stehen da, andere wiederum nicht. Wir müssen das so ein bisschen jetzt aus dem Text ziehen. Falls mal irgendwas nicht ganz klar ist, dann gibt es halt noch die technischen Details, dann habe ich es daher gezogen, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Den könnt ihr auch mit 3600 laufen lassen, sage ich immer wieder dabei. Das Ding ist, es ist natürlich wieder AM4. Es ist ein 1000-Euro-System. Kann man drüber reden. Wenn ihr jetzt AM5 wollt, mit der Grafikkarte, mit der 4060 Ti, die dabei ist, wird es dann irgendwann schwer bei 1000 €. Deswegen sage ich hier mal, okay, DDR4, AM4-System, kann man da irgendwo noch machen. Das ist ja auch kein schlechter Prozessor. Mit dem könnt ihr auch streamen und alles und daddeln, das ist schon alles völlig in Ordnung. Es gibt natürlich wesentlich bessere, aber in dem Preissegment, ja, von mir aus kann man machen. Und er kostet 148,80 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Kolink Umbra X180 Black. Ich denke mal, die Nummer 180 in dem Namen ist einfach nur die TDP, weil TDP-Klassifizierung 180 Watt reicht ganz dicke für diesen Prozessor. Theoretisch sogar für einen 5800er, wenn der Kühler das wirklich erreicht. Ich habe ihn nie getestet, aber der ist für den Prozessor völlig ausreichend. Da ist jetzt keine schickimicki RGB-Beleuchtung oder so, ist halt ein schwarzer Kühler. Ein Single Tower, ja, kann man machen. Und der kostet 27,89 € bei ProShop.de. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Normalerweise nehmen wir dann immer die günstigste. Hier in dem Fall haben wir halt das Bild, da ist eine Zotac drin, die ist gegenüber der günstigsten, glaube ich, 14 € teurer oder so, also macht den Braten jetzt echt nicht fett. Die 4060 Ti für Full HD Gaming natürlich geeignet, gerade mit einem 16 GB Speicher auch für WQHD Gaming. Kommt immer auf die FPS an, die ihr erwartet. Ne? Also wenn ihr jetzt wirklich da irgendwie AAA-Titel in WQHD auf volle Möhre ballert, schafft ihr das auch nicht mehr. Dann müsst ihr wieder rumtricksen, sage ich auch immer dabei, DLSS und Raytracing dann deaktivieren und solche Geschichten. Schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 454,90 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B450M-K. Ich frage mich echt manchmal. Also es ist voll oft so jetzt mittlerweile. Ihr seht ja meine Videos. Also nicht nur bei den günstigen Systemen, auch bei teureren.
Da ballern die immer diese Drecksports rein. Anders kann ich das nicht beschreiben. Erstmal haben wir hier den B450-Chipsatz, der schon ein bisschen älter ist. Also eigentlich, da muss man erst ein BIOS-Update machen. Dann läuft auch die 5000er-Generation von AMD drauf. B550 wäre besser gewesen. X570 hätte es gar nicht sein müssen. Aber B450 ist halt schon ein bisschen älter. Auch hier wieder das berühmte Thema. Keine gekühlten Spannungswandler. Nur zwei RAM-Bänke. Kann einem irgendwo egal sein. Ihr benutzt meistens eh nur zwei RAM-Riegel. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier kann SSD reingebaut werden und habt ihr einen Erweiterungsslot. Und wenn ihr ganz, ganz viel Pech habt, kommt ihr an den nicht mehr dran, weil das Gehäuse vielleicht dann schon mittlerweile zu klein ist oder die Grafikkarte ist überdeckt mit dem Kühler, wie auch immer. Auch was die Anschlussvielfalt angeht, also Mikrofon, Kopfhörer, LAN-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI-Anschluss, könnt ihr nicht benutzen mit dem 5700X und PS2-Anschluss, immerhin getrennt, aber werdet ihr auch nicht benutzen. Man muss es so einfach sagen, es ist wieder so ein Kackboard. Also, ich weiß nicht, was die damit wollen. Für einen Office-PC, deswegen ja auch der HDMI-Anschluss. Für einen Office-PC, ja, von mir aus, aber nicht in der Gaming-Kiste. Und das kostet 55,49 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Aerocool CS107 V2. Bitte nicht wundern, hier im Titel steht das V2 nicht drin. Das steht hier in diesen technischen Daten, da dieses BK-V2. Das bringt schon 220mm Lüfter in der Front mit, RGB-beleuchtet und auch 120er am Heck, ebenfalls RGB-beleuchtet. Hat eine Mesh-Front, ist ein Micro-ATX-Case. Müsst da selber mit klarkommen. Viele mögen auch diese kleinen Gehäuse, klare Sache. Natürlich könnte man jetzt beim Board sagen, ja, was hast du jetzt gegen das Board? Es gibt auch gute Micro-ATX-Boards, die dann da rein können. Aber der Airflow wird schon gegeben sein. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt ein Netzteil unbedingt oben einbauen muss. Ist eigentlich auch nicht mehr so state of the art. Meistens kommen die unten rein. Muss aber jeder für sich entscheiden. Nachteil ist, wenn das Netzteil oben ist, dass es halt etwas wärmer wird und dementsprechend vielleicht die Lebensdauer ein bisschen verkürzt. Wobei, ich kenne da jetzt keine Statistik, die irgendwie sagt, das Netzteil lebt dadurch irgendwie länger oder kürzer. Ich bin es halt einfach gewohnt, dass die aktuellen Gehäuse die Netzteile unten drin haben. Meistens noch verdeckt mit so einer Platte, dann passt das. Und das kostet 38,89 € bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 RAM mit 3200 MTS, steht dann in den technischen Details drin. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es wirklich der von Corsair ist. Es kann auch G-Skill Aegis oder sonst was sein oder so ein ganz billiger von, was weiß ich für einer Marke. Aber auf dem Bild ist halt Corsair zu sehen. Macht preislich gesehen den Braten jetzt auch nicht fett. Ich will damit nur sagen, verlasst euch bitte jetzt nicht darauf, nicht, dass ihr den PC eventuell sogar kaufen wollt und dann sagt, ey, der RAM ist ja doch ein anderer. Ne? Deswegen, wir nehmen das jetzt wegen dem Bild. Erstmal 32 GB erwarte ich mittlerweile unter DDR4, weil er halt so günstig geworden ist, der RAM. 3200 MTS, ja, das ist die Spezifikation von AMD. Wie gesagt, 3,6er wäre schöner gewesen. Ist in Ordnung. Kann man machen. Ist jetzt kein billiger RAM, den sie irgendwie ganz, ganz günstig irgendwo geschossen haben. Ist okay. Und der kostet 74,94 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 2TB SSD. Auf dem Bild ist eine Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Die gibt es mit TLC und QLC-Speicher. Kann für euch relativ egal sein. Immerhin sind es 2TB, was ich beeindruckend finde bei einem System für 1000 €. Keine besondere SSD, aber für einen Gamer reicht sie halt. Qualitativ gibt es natürlich bessere. Aber wie gesagt, wer jetzt 1000 € für ein System ausgeben will, why not? Und die kostet 110,74 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 600 Watt starkes Netzteil mit hoher Effizienz. Naja, wenn es das ist auf dem Bild, hat es 2 Jahre Garantie, 80 plus Bronze-Zertifizierung, festes Kabelmanagement, Aerocool Integrator. Ich weiß nicht, ob das was mit Systemintegrator zu tun hat, dass die besonders günstig irgendwie hergestellt werden, eben für die SIs. Ja, 600 Watt reichen aus. Klare Sache, es wird nicht an der Grenze betrieben, das wird auch so bei 300, 350 Watt rumlümmeln, wenn ihr wirklich beides auslastet, CPU und GPU. Ich hätte aber auch ein anderes genommen. Wenn wir uns allgemein mal Aerocool angucken, in der PSU Tierlist haben wir hier C, C, E, F, X ist nicht getestet, E, 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 C, 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 F, F, A minus, E. Und das Integrator Gold, wir haben ja hier das Bronze, das Integrator Gold wurde gar nicht geratet. Ist so ein Punkt. Wenn ich schon die anderen Netzteile so sehe, würde ich jetzt nicht unbedingt einkaufen. Aber sie machen es halt so. Und das Problem ist auch, wir haben hier keinen Preispunkt. Keine Ahnung, wo sie das wieder ausgegraben haben. Zuletzt mal gelistet war es im Oktober 2022. Ist schon eine Weile her. Und das für stolze 39,55 €. Ihr könnt gleich gerne dann die 40 € natürlich draufrechnen, weil uns das sonst irgendwo in der Aufstellung fehlt. Aber so ein Netzteil würde ich
ehrlich nicht mehr verbauen. Und wie gesagt, sonst ist da eigentlich nichts mehr bei. Betriebssystem übrigens auch nicht, ne? Wollte ich nur gesagt haben, habt ihr eben am Anfang gesehen. Dann kommen wir auch schon zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil, wo ihr jetzt die 40 Euro noch aufschlagen müsst. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 951,65 Euro, halt eben mit dem Netzteil. Und das System kostet einen knappen Taui. Preislich gesehen gar nicht so schlecht. Also wirklich gut. Klar, alles so veraltete Sachen. B450, Mainboard, das Netzteil, was nicht mehr gelistet ist. Bei dem RAM kann man sich nicht so sicher sein. Wenn man wirklich so eine Starterkiste sucht, ja, boah, mit ganz viel Bauchschmerzen von mir aus, weil der Preispunkt halt stimmt. Ich hatte in dem letzten Video gesagt, da waren 200 Euro Unterschied. Da habe ich auch gesagt, spinnt ihr. Hier für so ein bisschen Resterampe, ja, wenn es denn sein muss. Also gut finde ich es nicht. Da ist auch nichts mit Aufrüsten oder so. Wenn ihr dann hinterher mal sagt, boah, ich hau mir jetzt eine fettere Grafikkarte oder so rein. Nein, lass das sein, bitte. Ich habe auch eine Alternative im DDR4-Bereich. Wollt ihr AM5 mit DDR5? Nehmt das System aus dem letzten Video, die Alternative. Knallt eine 4060 Ti da rein, kostet, glaube ich, 175 Euro Aufpreis. Dann habt ihr ein DDR5-System. Und eben die Sachen, die ich noch im Video gesagt hatte. Den RAM ändern und vielleicht das Netzteil. So, dann habt ihr eine DDR5-Kiste mit AM5 aktueller Socke. Das hier ist jetzt eine Alternative, damit wir irgendwo in diesem Preisbereich bleiben, weil sonst passt das ja nicht mehr, wenn wir 200 Euro drüber sind, im AM4-Bereich. Also erstmal, das Gehäuse ist ein fullartiges Gehäuse, hat vorne drei Lüfter, hinten einen Lüfter, ist größer, hat eine Mesh-Front, Airflow ist gegeben. Der Prozessor ist der gleiche. Der CPU-Kühler, den hatte ich schon getestet, das Video findet ihr auf meinem Kanal, der schafft, glaube ich, so um die 180 Watt abzutragen. Ich habe in der Geizhalsliste jetzt auch einen reingepackt, der angeblich 180 Watt schaffen soll. Nur damit wir halt einen Preispunkt haben, weil das Ding kriegt ihr so sonst nicht zu kaufen. Das Mainboard ist ein B550 Gaming XV2. Also es ist FullHDX, aktuellerer Chipsatz und viel mehr Erweiterungsmöglichkeiten. Damit ihr eine Idee bekommt, gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke anstatt 2. Hier kann die Grafikkarte rein. Wie gesagt, die Dinger werden wahrscheinlich auch überdeckt. Aber ihr habt noch 2 Erweiterungsslots für eine WLAN-Karte, Bluetooth-Karte, Capture-Karte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Hier kann eine SSD rein, hier unten kann eine SSD rein. Also es ist da schon mal besser. Was die Anschlüsse angeht, Mikrofon, Kopfhörer, Line In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, HDMI, DVI fällt hier genauso weg, zweimal USB 2.0 und PS2. Also was die hinteren Anschlüsse angeht, nicht sonderlich viel besser. Ein USB-Anschluss ist ein bisschen schneller, aber ihr habt einen Full-HDX-Port. Man muss halt in dem Preisbereich schauen, wo man bleibt. Ne? Wenn ihr jetzt da mehr USB haben wollt, dann nehmt ihr eine Erweiterungskarte. Kostet so 10, 15 Euro oder ein besseres Mainboard. Aber den könnt ihr sogar noch richtig konfigurieren und nicht nur die Peripherie drumherum. Der RAM sind 32 GB 3600 MTS, nicht 3200. Ist jetzt nicht der Riesenunterschied, ist aber geil, dass es dabei ist. Auch eine 4060 Ti 16 GB. Bei dem hier habe ich jetzt wirklich die günstigste reingeworfen in die Geizhalsliste. Wir bekommen 650 Watt MSI Mac A650BN Netzteil 80 plus Bronze. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, schon wieder Bronze. Das ist richtig, das Teil hat aber 5 Jahre Herstellergarantie und nicht nur 2. Und in der PSU Tierlist ist es immerhin ein C-Netzteil. Also nicht E oder ungerated oder F oder F- oder was auch immer die da alles so hatten. Es ist ein C-Tier. Ist auch nicht schön, aber besser als das andere. Hier ist es leider nur eine 1 TB M.2 SSD, aber qualitativ ist die besser. Das ist die MSI Spatium M450. Windows 11 ist schon mit dabei, müsst ihr nicht für 154 Euro dabei kaufen. Und ihr habt hier 3 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht ohne Aufpreis, also ein Jahr extra Garantie. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler als Alternative, das Gehäuse als Alternative, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 995,34 Euro. Und das System kostet 1078,95 Euro. Natürlich ist das jetzt teurer, aber gegenüber Geizhals immer noch fair unter 100 Euro fürs Zusammenbauen. Ihr bekommt ein größeres Gehäuse, ein besseres Mainboard, ein besseres Netzteil, besseren RAM und so weiter und so fort. Betriebssystem dabei, ihr wisst, was ich meine. Wenn es wirklich AM4 und DDR4 werden soll, mit der Grafikkarte, bitte sehr, hier ist die Alternative. Das andere System würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Wenn ihr AM5 wollt, nehmt einfach die Alternative vom letzten Mal, wie eben schon gesagt, und packt eine 4060 Ti rein mit 16 GB. Vertut euch nicht mit den Gigabyte-Angaben. Die gibt es auch mit 8. Ne? Die ist dann nochmal 100 Euro billiger. Nehmt die 16er. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.